Die Ereignisse überschlagen sich. Wieder mal ist Tirol im Fokus. Und zwar heute Abend wurde bekannt, Deutschland schließt seine Grenzen zu Tirol. Tiroler dürfen nicht mehr nach Deutschland einreisen. Sonderregeln gibt es nur für medizinisches Personal, Transitpassagiere und den Warenverkehr. Und Tirol wird jetzt von Deutschland als Mutationsgebiet eingestuft. Wie überraschend kommt jetzt für Sie diese Meldung? Naja, es ist ein wirkliches Desaster. Sie haben ja gesagt, ich bin der Tourismussprecher der Freiheitlichen Partei. Ich bin selber auch kleiner Gewerbetreibender, kleiner Vermieter. Und wir Tiroler sind ja mit Herz und Blut für den Tourismus da. Und das Herz blutet. Wir haben fantastische Verhältnisse an tollen Schnee. Wir haben grandiose Wirte, Beherberger, tolle Mitarbeiter. Und die Wintersaison ist bis jetzt zur Gänze ins Wasser gefallen. Das schmerzt einmal von Haus aus, weil wir vom Tourismus direkt und indirekt leben. Aber was jetzt dazu kommt, ist ja dieser massive Image-Schaden. Meine Gäste kontaktieren mich und die sagen, Gerald, was ist denn da bei euch in Tirol los? Kann man überhaupt noch nach Tirol fahren? Wie schaut es denn aus? Wie geht es denn weiter? Das ist das Folgeproblem, das wir haben. Und an dem müssen wir arbeiten. Wir müssen sagen, Tirol ist ein tolles Tourismusland. Unsere Betriebe sind perfekt vorbereitet. Die haben Sicherheitskonzepte. Die sind wirklich trainiert. Die Mitarbeiter sind geschult. Also wir können Tourismus. Wir machen Tourismus. Und Tirol ist einfach ein ganz tolles Tourismusland. Und jetzt müssen wir einfach schauen, dass wir dieses Negativ-Image in Deutschland einfach wegbekommen. Aber es geht ja nicht unbedingt ums Image. Es geht ja um die Virusmutation aus Südafrika. Der Molekularbiologe Ulrich Elling sagt, dass wir uns in einer trügerischen Phase befinden. Die bisherige Variante sinkt und die mutierte Variante, die steigt quasi im Untergrund. Wie beurteilen Sie denn momentan die Lage in Tirol? Ja, ich selber bin ja kein Virologe. Unsere Devise ist einfach, irgendwann einmal muss der Unternehmer wieder das tun, was er kann, nämlich Unternehmer sein und arbeiten. Man kann nicht die Wirtschaft und die Arbeitsplätze permanent über Zuschüsse absichern. Man wird also den Weg zurückfinden müssen. Deswegen haben wir als Freiheitliche Partei immer eingefordert, unter Einhaltung von Sicherheitsmaßnahmen die Betriebe wirklich aufzusperren. An dem wird kurz oder lang kein Weg vorbeiführen. Und jetzt zu dieser Mutation. Wissen Sie, das ist ja ein offenes Geheimnis. Sie wissen das ja als gut informierter Sender. Sie wissen das, dass dieser Virus aus Südafrika über Weihnachten eingeschleppt wurde. Und das ist das Frustrierende. Anstatt da sofort konsequent seitens der Politik einzugreifen und zu sagen, jetzt schau mal über Contact Tracing, wer hat den Virus, wir versuchen den jetzt einfach unter Anführungszeichen dingfest zu machen, hat die Tiroler Landespolitik versucht, diese Sache unter den Teppich zu kehren, soll auch die Mutter ja nicht drüber reden, wer da jetzt in Südafrika war und den Virus eingeschleppt hat. Und damit haben sie durch das unter den Teppich kehren erst die Ausbreitung des Viruses ermöglicht. Und jetzt leidet die komplette Tiroler Bevölkerung darunter. Das finde ich einfach unfair und ungerecht. Das hat man zu schauen, dass man über die Nachverfolgung konsequent versucht, diesen Virus zu bändigen. Jetzt ist es quasi schon zu spät. Zu spät ist es nie. Was würden Sie sagen, was sind jetzt geeignete Maßnahmen? Ja, nachverfolgen, Contact Tracing. Ich muss ja schauen, wo ist der Virus, wer hat ihn verbreitet, eindämmen, schauen, reduzieren und versuchen, wieder zum, unter Anführungszeichen, zum normalen Geschäft zurückzukommen. Also wir können jetzt auch nicht dieser Hysterie weiterverfolgen. Noch einmal, das hat sich der Tiroler, die Tirolerin einfach nicht verdient. Wir haben tolle Leute, tolle Mitarbeiter, wir haben tollen Tourismus. Jetzt müssen wir einfach nach vorne schauen und schauen wir, dass wir den Virus eindämmen und dieses auch von Deutschland angezählte Tirol-Bashing also einfach einmal hinter uns lassen.